herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerlein kocht wertvoll. Heute darf ich mit Herrn Guido Wolf kochen, dem Landtagsabgeordneten und Spitzenkandidat der CDU. Ich freue mich sehr, dass er auch ein ganz tolles Gericht ausgesucht hat. Ja, vermeintlich einfach. Sie haben sich ein Wiener Schnitzel gewünscht. Wiener Schnitzel, etwas ganz Einfaches, aber da kommt es auf die Qualität an. Genau, eben. Und das wollen wir heute versuchen rüberzubringen. Wir machen einen Kartoffelsalat dazu, den wir aus halbmehligen Kartoffeln machen. Heute haben wir die Sorte Belana am Start. Ja, und Herr Wolf ist schon fleißig am Pellen. Wir haben die schon vorgekocht, dass sie nicht mehr so heiß sind zum Schälen. Und ja, das sieht ganz gut aus. Ich habe schon ein paar Zwiebeln geschnitten, die wir in etwas Öl, etwas Pflanzenöl andünsten, dass sie nicht zu starkes Zwiebelaroma abgeben und schön gut schmecken. Ja. Wir haben jetzt hier schon mal die Zwiebel genommen aus der neuen Ernte. Das sind italienische Cipollinis, wunderbar schöne, milde Zwiebel, die dann auch ganz toll im Kartoffelsalat sind. Bei denen man nicht weint, wenn sie geschnitten werden? Normalerweise nicht. Also ich bin den Tränen noch nicht nahe. Tränenlose also, Zwiebel. Tränenlose Zwiebel, ja. Aber das Wichtigste eigentlich ist, dass man ein scharfes Messer hat. Ja. Mhm. Weil wenn man die Zwiebel natürlich mit einem stumpfen Messer schneidet, dann schneidet man die nicht, sondern die werden gequetscht und dann kommt der Saft raus. Der Saft, und der geht in die Augen. Der Saft oxidiert an der Luft und geht direkt in die Augen. Ja. Jetzt hab ich heute schon gedacht, Sie kommen mit dem Fahrrad. Weil ich auch gehört habe, dass sie eher in der Richtung unterwegs sind und auch mal das Auto stehen lassen. Aber ich glaube, das ist dann von der Strecke her noch ein bisschen zu weit gewesen. Habe mich jetzt heute Morgen fürs Auto entschieden. Aber wollte ja auch schließlich pünktlich sein, nicht? Ja, Fahrrad eben, genau. Weiß ich ja nicht genau. Ja. Ganz wichtige und Sache. Ich musste mich ja auch hier ein bisschen seelisch, moralisch aufs Kochen vorbereiten. Das mache ich ja nicht jeden Tag so in dieser Ausführlichkeit. Ah, okay. Ich hab gedacht, Sie wären da in der Richtung schon ein bisschen, geübt. Wir Politiker, wir sprechen ja von Kernkompetenz und die ist bei mir nicht unbedingt beim Kochen. Ja klar, aber ich meine, Sie haben natürlich als Politiker wahrscheinlich sehr, sehr wenig Zeit, auch wirklich sich darum zu kümmern. Ja. Bei uns heißt es ja eher, viele Köche verderben den Brei in der Politik. Okay, ja. Bei uns sagt man, viele Köche verderben die Köchin. Das kann auch sein. Kann auch vorkommen. Aber das wollen wir jetzt heute mal nicht weiter ausführen, ja, sondern dünschen die Zwiebel jetzt schön an. Ich habe hier eine Brühe, oder beziehungsweise ich wollte Sie eigentlich mal fragen, warum Sie das Wiener Schnitzel ausgewählt haben. Haben Sie da einen Bezug dazu oder essen Sie es gerne selbst? Es ist eigentlich so das Standardgericht, wenn man irgendwie gut bürgerlich einkehrt und auf der Karte nichts so richtig findet. Okay. Wiener Schnitzel geht immer. Ja. Und das Schöne ist, es schmeckt überall wieder ein bisschen anders und das macht das Besondere an diesem Gericht aus. Ich mag's. Also gerade in Vorarlberg findet man es natürlich sehr, sehr, sehr oft und da isst man es dann auch nicht, weil man nichts anderes findet, sondern weil es eben da sehr, sehr gut ist. Und die essen es gerne auch, oder die Österreicher, sag ich mal, mit Reis und Preiselbeeren. Das ist eine komische Kombination, aber funktioniert eigentlich. Wir machen heute, weil wir hier im Schwabenländle sind, einen Kartoffelsalat dazu und ich sage extra nicht einen schwäbischen. Traditionell, ganz genau. Genau, wir machen einfach einen Feuerlein-Wolf-Kartoffelsalat und dann kann da nichts schief gehen. Dann kann uns niemand am Kittel flicken, sage ich jetzt mal. So, die Zwiebeln sind angedünstet. Dann, was wir für einen Kartoffelsalat brauchen, ist natürlich eine gute Brühe. Ja? Und wir haben jetzt heute habe ich eine Hühnerbrühe als Basis genommen. Und Sie sehen, es schwimmen ein paar Augen drauf. Ja? Das heißt, ein bisschen Fettaugen, so genau, schön. Vom Huhn, ein bisschen Fett, heißt auch Geschmack. Ja? Und im guten Huhn ist natürlich auch gutes Fett und im guten Hühnerfett auch wertvolle Inhaltsstoffe drin, ganz klar. Also ein bisschen gute Brühe. Dann kommt Senf dazu. Man kann ganz normal einen glatten Senf nehmen. Ich habe jetzt heute ein bisschen einen Senf genommen, wo auch ein paar Kerne drin sind. Genau, dass wir zum Beißen haben. Dann natürlich Salz. Ja. Aber da ist am wichtigsten auch, dass die Brühe halt von vornherein gut schmeckt. Ja. Dann geben wir gleich unsere Zwiebeln hier mit rein, die ein bisschen angedünstet sind. So. Dann brauchen wir einen Schneebesen. Das Ganze ein bisschen. Reicht es? Sollen wir noch mal ein bisschen? Ja, wir können zurück noch ein bisschen schälen. Machen ein bisschen, okay. Ja. Wenn wir schon die ganzen Kartoffeln gekocht haben, dann immer wichtig abschmecken, dass man auch nicht zu viel reintut. Genau. Dann ist der Essig natürlich noch ein Thema.
Dann machen wir jetzt ein bisschen Rotweinessig rein, hat natürlich jeder seinen, seinen Favoriten, sage ich jetzt mal. Wichtig ist, dass die Qualität gut ist. Und wir machen jetzt unseren Kartoffelsalat in der Zwischenzeit soweit fertig, bis nur ein bisschen geschält werden und sind nach der Werbung wieder da. So, unser Kartoffelsalat hat mittlerweile Fortschritte gemacht und wir sind schon fleißig am Schnipseln. Ja, was wichtig ist, eben, dass die Kartoffeln und auch der Fond relativ warm sein sollte, weil wenn alles, was warm ist, öffnet sich und saugt natürlich dann Marinade auf. Und ich mache auch ganz bewusst noch kein Öl jetzt dran, ja, weil das Öl würde uns quasi die Kartoffel verschließen und würde die daran hindern, dass sie den Geschmack aufnehmen. Also beim Kartoffelsalat kann man viel falsch machen. Ja, es ist so, gerade bei den einfachen Sachen. Ja. Wie ist es denn, Herr Wolf? Ich habe immer, wenn ich über einen Politiker nachdenke, denke ich immer, dass ein Politiker, der engagiert ist, so wie Sie, einfach Tag und Nacht am Arbeiten ist, ja, und keinen freien Tag hat. Trifft es zu oder nehmen Sie sich die Tage quasi? Wir sind natürlich schon häufig unterwegs, vor allem viel unterwegs, wenn andere Freizeit haben, am Abend, am Wochenende. Aber man muss sich einfach immer wieder auch seinen Freiraum schaffen. Und da gehört sowas, ich bin jetzt kein ständiger Koch, ja, bin auch nicht besonders geübt und schon gar nicht gut. Aber das ist Ausgleich, ja, mal ein paar Spaghetti selber zu kochen oder mal einen Salat zuzubereiten oder ein Steak anzubraten. Einfach sich mal mit was anderem zu beschäftigen, als das, was man sonst tut. Ja. Ich kann überleben, auch wenn die Familie sagt, die Küche bleibt kalt, ich kann überleben zur Not. Und teilt Ihre Familie dann auch ihren Geschmack, sage ich jetzt mal, oder gehen die Geschmäcker dann auseinander? Da darf man nicht wählerisch sein. Da gibt es halt dann das, was auf den Tisch kommt. aber es hat sich noch niemand beschwert. Ja, nee, ich denke, Sie sind ja auch Genießer und da wird es nicht Schlechtes geben. Beim Essen bin ich gar nicht so anspruchsvoll. Also ja, es muss halt gut sein. Mir schmeckt auch die ganz einfache Küche. Ja, ich meine, als Schwabe hat man die Kässpätzle immer irgendwo im Repertoire. Genau. Die kann ich aber nicht selber machen. Die sind mir zu kompliziert. Okay. Aber so die einfachen Dinge, die Linse mit Spätzle, aber natürlich das Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ja, dann schauen wir das, dass wir heute so hinbringen, dass Sie mit mir zufrieden sind oder dass wir mit uns zufrieden sind. Genau. Also Kartoffelsalat, ich gehe jetzt her und tue den einfach so ganz, ganz vorsichtig mit viel Gefühl. So mit den Fingern rein. Ja, ja, das würde ich mich jetzt nicht trauen. Doch. Aber das darf man. Ja, Sie brauchen den Kontakt. Ja? Okay. So wie Sie den Kontakt zum Wähler brauchen. Genau, brauchen Sie den Kontakt zu den Kartoffeln. Ja, unbedingt, man muss spüren. Okay. Und jetzt, wir machen das ganz vorsichtig und wollen jetzt natürlich, dass die Kartoffeln, die gekocht sind, dass sie ein bisschen Bindung, ein bisschen Stärke an die Flüssigkeit abgeben, damit der schmutzig wird, wie man sagt. Ja? Okay. Ja? Und man sieht es jetzt, fängt langsam an. Ja? Dann dürfen Sie mir nochmal einen kleinen Schöpfer von der Brühe da reingeben. Mhm. Weil die Kartoffeln natürlich ein bisschen aufsaugen auch. Mhm. Und dann lassen wir den mal in Ruhe und dann kümmern wir uns um unser Schnitzel und machen den dann später, wenn die Schnitzel paniert sind, machen wir das dann fertig. Ja. Jetzt lassen wir den ein bisschen ziehen. Tun dann später noch. Genau. Jetzt darf er sich vollsaugen mit den Aromen. Okay. Ja. Und ganz am Schluss kommt dann das Öl rein. Ja. Und da habe ich noch was, was Spezielles vorbereitet, das wir dann ganz zum Schluss oben drüber geben und das dem Ganzen nochmal einen Kick gibt. Und darum habe ich ja gesagt, wir machen keinen schwäbischen Kartoffelsalat, sondern unseren Kartoffelsalat. So, das Fleisch, genau. Haben wir hier. Wo ist das Fleisch her? Original Kalbfleisch. Genau, also ich hole das von der Metzgerei, wo ich einfach weiß, aus wo der das Region? Fleisch herkommt. Ist aus der Region, genau. Ist immer gut. Und ich habe jetzt hier eine Kalbshüfte genommen. Ja. Also man könnte es ganz einfach machen, um auf Nummer sicher zu gehen und könnte ein Filet nehmen oder einen Kalbsrücken. Mhm. Geht immer, aber hat eigentlich wesentlich weniger Charakter und Geschmack als jetzt eine Hüfte. Also man nimmt eigentlich ein Fleisch aus der Keule. Eine Oberschale, eine kleine Nuss oder eine Hüfte. Mhm. Die Hüfte hat hier dran nochmal ein Stück. Das ist mit einer Sehne verbunden. Das haben wir abgetrennt und haben wenn jetzt hier einfach. Wenn ich in der Wirtschaft ein Wiener Schnitzel bestelle, gibt es nicht ein bestimmtes Fleischstück, das es dann sein muss? Da ist es nicht zwingend alles möglich. Also normalerweise aus der Keule. Normalerweise. Ja, genau. Okay. Ich meine, oft ist es ja so, wenn Sie jetzt im gehobenen Bereich sind und es steht ein Kalbsfilet auf der Karte, dann wird oftmals das Filet-Mittelstück verwendet für das Menü. Mhm. Ja, und der Filet-Kopf, der wird oftmals zum Schnitzel verarbeitet. Ja, okay. Und so haben Sie einfach da das Ganze verarbeitet. So, jetzt müssen wir natürlich klopfen.
Man kann auch hergehen. Klopft nicht gut. Ja, klopft nicht gut. Gut, dann zeige ich Ihnen mal das die. Das kann der Politiker. Sprüche klopfen. Ja, okay. Kann auf jeden Fall. Ja, apropos Sprüche, Sie sind ja auch Dichter, habe ich gehört. Ja, gelegentlich, ja. Ich meine, das ist natürlich auch eine Art der Entspannung, oder? Ist auch eine Art der Entspannung. Aber beim Kochen haben die anderen mehr davon. Das stimmt. Ja, es kommt aufs Gedicht drauf kommt an. Ja, genau. Aber wir können ja heute auch ein Gedicht machen, ja, in Form eines Wiener Schnitzels, und dann passt es ja wieder. Zum Klopfen. Ich gehe her und nehme am besten so einen Vakuumierbeutel. Ja. Mhm. Wenn Sie selber klopfen, können Sie gerne beim Metzger einfach einen mitnehmen. Der gibt Ihnen das bestimmt gerne. Oder sonst einfach schon geklopft bestellen. Und dann halt auch nicht brutal, so wie beim Kartoffelsalat, sondern einfach mit viel Gefühl. Ja. Und eigentlich das Eigengewicht von diesem Plattiereisen. Nur lassen, gar nicht genau. Groß mit Druck. Und ein bisschen ziehen. Mhm. Ja. Dann wird es schön dünn. Genau. Und wenn man das halt brutal macht, dann zerreißt man eigentlich das Fleisch und zerstört einfach den Charakter und würdigt auch das Tier nicht. Ja. Und das Tier muss meiner Meinung nach einfach gewürdigt sein bis zum Schluss. Ja. Und wenn Sie auch diese Achtung damit reinbringen, ja, das macht meiner Meinung nach schon viel aus, ob ein Gericht jetzt gut ist oder nicht. Ja. Und dann kann man auch hier drüber gehen, wenn Sie es mal machen, dann kann man auch fühlen, ob es gleichmäßig dick ist. Ja? Genau. Also wenn man mit der flachen Hand drüber geht, dann merkt man, also kann man von der Mitte her noch ein bisschen, ja? Aber wir wollen es natürlich auch nicht zu dünn machen, ja? Sondern einfach so ist es wunderbar. Mhm. Also dürfen wir es gerne mal eins versuchen. Ja? Und was jetzt hier noch wichtig ist, meiner Meinung nach, hier gehen einfach so Sehnen durch. Ja? Auch bei jedem kurz gebratenen Fleisch, hier gehen einfach Sehnen durchs Fleisch, und wenn man die kappt, also einfach durchschneidet, dann können die sich beim Braten zurückziehen und es wird nicht zäh. Wird es nicht zäh. Genau. Das heißt, die kappt man. Genau, einfach einmal durch und dann können die sich beim Braten, ziehen die sich zurück, und dann haben sie damit keine Probleme mehr. Und sonst würden sie ewig drauf rumkauen. Ja? So, schön. Genau. Einfach schön von der Mitte aus und versuchen aus dem Handgelenk raus, einfach so drauf fallen zu lassen. Ist auch so eine Sache, jetzt kann ich das ganz gut, aber wenn man in der Lehre ist und man fängt an damit, es ist unglaublich, was es doch dazu braucht. Ja. So, dann haben wir hier schon mal was vorbereitet zum Panieren. Wir nehmen natürlich Eier, ganz klar. Und was auch nicht fehlen darf, ist ein bisschen geschlagene Sahne. Das machen wir nachher. Und ich mache es auch ganz gern so, dass ich jetzt nicht mit brutalem Mixer reingehe, sondern mit einer Gabel, dass das Ei einfach ein bisschen noch bisschen zusammenbleibt. Mhm. Und dann wird es eigentlich auch von der Panade her lockerer. Also wie gesagt. Sind auch glückliche Hühner? Absolut, ja. In Demeter-Ei, also schon. Können wir da nicht die Blöße geben. Und Sie sehen es auch daran, dass das Eigelb nicht unnatürlich gelb ist, sondern einfach. Schönes Gelb. Ja, genau, das passt. Ja. Ja, eben. Und einfach. Ich finde es halt einfach auch toll, von Anfang an die Kontrolle zu haben über was, wo man macht, ja, und mit dem Grundprodukt zu arbeiten. Und nicht einfach ein gefertigtes Produkt einfach zu kaufen. Ja. Mhm. Und so weiß man halt, wie man es macht, was drin ist. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Okay. Genau, legen Sie es daneben. Ja, da hat es noch eine Sehne, die kann man ein bisschen durchschneiden. Genau. Dann dürfen Sie schon mal hergehen, genau, kurz die Hände waschen. Und dürfen Sie mal hergehen und dürfen Sie ein bisschen würzen schon. Nehmen wir also ein bisschen Schlagsahne. Ich glaube, dass heute auch noch was wird. Echte Handarbeit hier. Ah, wie gut. Und hier brauche ich auch keine steif geschlagene Sahne, sondern einfach nur so eine leicht angeschlagene, dass einfach das Ganze ein bisschen auflockert, und dann gibt es eine wunderschöne, wunderschöne Panade. Ja. So, Sie gehen jetzt einfach mal her, nehmen dann einen sauberen Löffel und probieren mal den Kartoffelsalat. Schauen wir mal, ob da noch was fehlt. Der passt. Einfach gut durchrühren. Dann dürfen Sie einen kleinen Schluck Öl reingeben. Ja, kommt er. Ja. Wunderbar. Er zieht. Einfach ein kleines, so einen guten Esslöffel Öl von der Menge her. Oder auch zwei. Man könnte jetzt auch Rapsöl hernehmen, ganz klar. Aber das hat dann schon wieder einen Geschmack. Und wenn man halt will, dass die Kartoffel schmeckt, ja, dann muss man das halt so machen, dass alles, was man in den Kartoffelsalat reintut, dazu beiträgt, die Kartoffel halt rauszubringen. Genau. Den Eigengeschmack. Genau. Die Kartoffel nochmal. Ja. Eben, wenn ich mir schon die Mühe mache und fange schon beim Kartoffeleinkauf an, ja, dann sollte ich natürlich schauen, dass es möglichst erhalten bleibt, der Geschmack. So, die Sahne ist jetzt auch schon soweit.
Der passt, der ist vom Feinsten. Schön. Können wir landen mit dem. Ja, aber wenn die Brühe passt, dann ist das meiste schon erledigt. Ja? Mhm. Guten Senf, fertig. So, wir haben jetzt hier ein bisschen Salz. Genau, das sind sie einfach so flächendeckend. Jetzt mach, hier. Ja, genau, ich gehe immer drauf, weil das ist ein bisschen ein gröberes Salz. Darum ist es auch so grau. Unraffiniertes Meersalz, hat ein bisschen mehr Geschmack. Einfach schön salzen und dann können Sie ruhig dann noch, wenn es gesalzen ist, ein bisschen drüber streichen, dass es schön gleichmäßig ist. Ja? Mhm. So, die Sahne passt jetzt soweit. Ja? Wie gesagt, die sollte einfach nur so leicht angeschlagen sein. Panade selber wird nicht gewürzt, nein. Mhm. Das muss man, braucht es dann auch nicht. Ja? Also mal jetzt hier. Ich mache jetzt hier quasi einfach so ein Löffelchen da rein. Und dann jetzt auch nicht mehr brutal unterrühren, sondern auch nur noch so mit der Gabel einfach ein bisschen, dass es so durchzogen ist. Und dann wird die Panade ganz locker. Und bevor wir jetzt das Schnitzel backen, sitzt die Werbung uns im Nacken. Also ein kleiner Reim noch und damit gehen wir in die Werbung und sind hinterher wieder mit unserem wunderbaren Wiener Schnitzel da. So, wir sind jetzt schon dabei, die Schnitzel zu panieren, ja, und wollen da nochmal zeigen, wie man das richtig macht, meiner Meinung nach, oder auf was es ankommt. Ja. Also ich nehme doppelgriffiges Mehl, dann bekommt das Fleisch einfach eine hauchdünne Schicht von dem Mehl und es gibt keine so Mehlnester. Dann müssen wir es abklopfen und das können wir so machen, wie wenn man ein Baby beklopft, dass es ein Bäuerchen macht, so kann man das ganz gut. Ganz schön beklopft hier. Genau, dass wirklich nur eine hauchdünne Schicht übrig bleibt. Dann geben Sie es ins Ei, beziehungsweise ich mache jetzt das schnell fertig, das haben wir schon vorbereitet. Und man sieht hier auch, das Ei ist einfach schön, schön cremig, luftig. Ja. Und auch hier, man könnte es mit zwei Gabeln machen, aber auch hier möchte ich einfach die Nähe zum Produkt und möchte einfach spüren, mit was ich es zu tun habe. Und hinterher können wir die Hände ja wieder waschen. Sie dürfen es schon mal ins Ei reinlegen. Genau, eben. Und Sie sehen hier schon die erste Teambildungsmaßnahme. Ja. So kann man das dann auch im Workshop auch machen. Oder einfach mal gemeinsam was zustande bringen und das ist ganz toll. Genau, einfach schön abklopfen und abtropfen lassen und dann dürfen Sie es in die Panade reinlegen. Ich mache weiter, weil ich habe ja schon, ich habe ja schon panierte Finger sozusagen. Ganz locker. Genau. Und darum sollte ein Wiener Schnitzel auch mal ganz frisch hergestellt werden, weil je länger das es liegt, desto fester wird die Panade. Ja? Und einfach hier nur wirklich ganz, ganz leicht andrücken. So. Dann werde ich mir wahrscheinlich die Hände waschen. Jawohl. Dann ist natürlich das Fett auch ein Thema. Ja? Also wo backt man es aus? Das ist immer so eine Frage. Man kann natürlich hergehen, kann es in einem hochwertigen Öl ausbacken, ja? Und dann zum Schluss ein Stück frische Butter dazu tun oder in der Friteuse. Mhm. Ja? Also wenn Sie, das Fett muss sauber sein und von guter Qualität. Und vor allem die richtige Temperatur haben. Mhm. Ja? Weil wenn Sie in eine kalte Pfanne reinlegen, dann saugen Sie aber sich die Aber ist aus der Friteuse voll. Nicht fetthaltiger als aus der Pfanne? Nee, oder? Frittieren ist so eine der ältesten Garmachungsmethoden überhaupt. Und wenn das passt, wenn das Fett die richtige Temperatur hat, dann in dem Moment, wo Sie das Gargut ins Fett geben, schließt es sich sofort und der ganze Saft bleibt drin. Ja. Und es geht auch kein Fett irgendwo rein. Und dann müssen Sie dahinter ein bisschen abtropfen und dann ist es picobello. Also es bleibt wahnsinnig saftig. Ja? So, jetzt gehen wir hier hoch. Dann haben wir für unsere, zum Ausbacken, habe ich selber einen Butterschmalz gemacht. Einfach eine Butter geklärt sozusagen. Mhm. Also die lässt man halt im Topf bei mäßiger Hitze, lässt man die stehen und dann teilt sich das Fett und die Molke und so teilt sich. Und dann tut man es ganz vorsichtig abgießen und dann hat man geklärte Butter und die ist dann auch wieder hoch erhitzbar. Ja, bis 180, 200 Grad, kein Problem. Und hat natürlich Geschmack. Sie können aber auch ein gutes Butterschmalz einfach nehmen. Ja. Oder sogar ein Ghee. Aber ist eine ordentliche Menge, ja? Ja klar, das muss schon ein bisschen schwimmen. Das muss schon schwimmen, ja, genau. Also. Anreicherung. Und ich habe auch schon gesehen, also in einer richtigen Schnitzelküche, die das positiv machen, die haben auf dem Herd einfach drei Schalen mit flüssigem Fett in unterschiedlicher Hitze. Ja, und da wird es dann eins am anderen ausgebacken. Mhm. So, gehen wir ein bisschen höher mit der Temperatur. Kartoffelsalat passt schon. Jetzt gehe ich schnell das Brett sauber machen. Kurz abreiben, genau, und dann könnten Sie vielleicht noch gleich so zwei Radiesli mal noch herrichten, bis das Zum Fett garnieren, genau. Dass das Ganze ein bisschen Farbe bekommt. Ja, Farbe und wir nehmen dann auch ein bisschen Kresse mit her, dass das Ganze ein bisschen einen Pfiff hat auch noch, ganz am Schluss. Ja, brauchen wir eine Pinzette,
Schlüssel. Genau. Wir können es einfach versuchen, da ein bisschen feine Scheiben zu schneiden von den Radieschen. Und dann ganz am Schluss tun wir noch ein bisschen Kresse oben drauf. Jawohl. Eben. Das Fett langsam erhitzen und einfach in die richtige Temperatur bringen. Wie lange muss es im Fett bleiben? Ich denke jetzt sechs Minuten ungefähr. Sechs, sieben Minuten. Es kommt halt drauf an, wie wir es machen. Und dann auch immer ganz wichtig, nicht zu sich hinlegen ins Fett rein, sonst könnte es spritzen, sondern einfach von sich weg. Ja. Und da sieht man jetzt gleich, ja, man sieht einfach, jetzt ist heiß genug. Ja. Dann legt man das rein. Ja. Und da auch erstmal liegen lassen. Nicht am Anfang gleich schon anfangen, da rumzumachen, sondern dass es wirklich mal ein bisschen Farbe bekommt. Und dann wird es umgedreht und dann wird es ein bisschen geschüttelt, ja, damit das Fett drüber schwappt. Mhm. Das Fett drüber schwappt und es dann letzten Endes einfach diese Blasen gibt, dass die Panade sich wellt und einfach schön locker wird. Man sieht es hier am Rand, wird es schon langsam. Ja? Und jetzt können wir anfangen, es ein bisschen zu schütteln. Die schöne Bräune. Ja, ein bisschen geht es noch. Genau. Und du musst es also wirklich gut im Fett sein. Da können wir ein bisschen höher gehen noch. Wie viele Schnitzel darf man im gleichen Fett anbraten? Es kommt darauf an, wie viel Brösel weggehen und wie heiß das Fett letzten Endes ist. Aber also Sie können jetzt da schon nochmal zwei, könnte man locker machen. Ja. Oder zwischendurch einfach mal das Fett durch ein feines Sieb geben, weil die Brösel sonst verbrennen. Und das macht eigentlich das Fett ganz schlecht. So, also. Und jetzt ganz schnell. Genau, und jetzt können wir hergehen, machen ein bisschen Temperatur runter. Und jetzt schauen wir eben, dass das Fett da drüber geht. Und Sie können auch hergehen, man kann auch wirklich mit dem Schwimmen, mit dem Löffel, ja genau, einfach drüber gehen. So. Und da sieht man schon jetzt, wie die Blasen sich langsam, die Blasen bilden. Ja, das könnte man umdrehen mal. Bitteschön. So, genau, umdrehen. Ja. Das saugt sich jetzt auf und. Nö, das saugt da nichts auf. Es ist so heiß, dass die Brösel zumachen. Mhm. Ja, also aber es gibt diese schönen Wölbungen und diese Hohlräume dann. Ja. Sie dürfen es dann gleich mal mit dem Löffel ein bisschen hin und her schütteln, dass das Fett ein bisschen drüber schwappt und dann einfach mit dem Löffel drüber gehen und ganz großzügig oben drüber. So. Ja, schön, sehr schön. Ich hole schon mal zwei Teller jetzt. Es wird. Ja, es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Appetit kommt beim Kochen. Und es duftet wahrscheinlich auch schon sehr, oder? Ja. Nehme ich an. So, jetzt brauchen wir natürlich noch. Und da habe ich uns auch aus der Region vom Herle ein schönes Spätestens Fidelio. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat man die Politik komplett vergessen. Ja, das ist doch schön. So muss es, so muss es sein. Ja? Jetzt sind wir voll angekommen in Wien. Also wäre es eigentlich sinnvoll, dass wir noch ein bisschen Nachtisch bleiben, oder? Dass wir da noch ein bisschen mehr rausholen können. So, und jetzt gehen wir her und schon das ganz kurz abfetten. Ah ja. Dass wir nicht zu viel von dem Fett mitnehmen, wobei das ist ja geklärte Butter, ist gutes Material, also Sie dürfen es gerne mit dem rausnehmen. Die Pinzette genau ein bisschen abtropfen und dann komme ich mit dem Kartoffelsalat. Das schafft das Tuch, ja, oder? Ja, genau. Oder auf eine Serviette, je nachdem. Ja. Und der Kartoffelsalat schön schmutzig, ja, man sieht es richtig herrlich. Genau, legen Sie es da drauf, dann machen wir da unsere Öfen aus, wenn Sie den mittleren auch noch auf Null drehen. Genau, so. Alle Lichter sind aus, genau. Passt. Dann haben wir hier noch eine Zitrone, die könnten es gerade noch mal so sechsteln oder achteln. Das ist nicht jedermanns Sache, die Zitrone, aber es hat einfach den Sinn, dass durch die Säure einfach das Gebackene oder das Fett einfach besser zu verdauen gibt. So. Ja, schön. Dann mache ich hier noch ein bisschen Kresse drauf. Einfach um. Genau, eben so einen Schnitz, jeden zum Schnitz anlegen. Oh, toll. Zitrone auf Schnitzel nachher, ja? Ja, die können wir da. Ich würde es an die Seite hinlegen, da kann sich jeder selber. Mhm. Und da dürfen Sie schon mal jeden ein Schnitzel drauflegen.
Ja, also ich würde es hergehen, wenn ich gar nicht sagen lässt, würde schauen, dass wir immer in der Mitte vom Teller bleiben. Also so, dass wir das hier genau in der Mitte haben. Dann hole ich noch das Auge ist ja mit. Ja, unbedingt, natürlich, klar. Eben, dann machen wir dann noch ein paar Paradieschen. Jetzt wird es bunt. Ja, eben, also wie Sie sagen, das Auge ist mit. Ja. Und Farbe ist eigentlich immer ganz, ganz wichtig. So, und jetzt, wie gesagt, einen schönen Schluck Bier dazu. Ich habe dann ein Fidelio rausgesucht. Das ist ein Bio-Bier von der Herle Brauerei. Ah, ja, schön. Das liebe ich gern, hat 0,33, das zischt schön. Okay. Und da gönnen wir uns jetzt was Schönes. Und, mir ist jetzt gerade noch ein schöner Zweizeiler zu unserem Schnitzel eingefallen. Ja, schön, sehr schön. Das gute Schnitzel heute vorm Schlafen kommt nicht von Wien, kommt heute vom Hafen. Schön, guten Appetit. Das soll uns genügen und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder und genießen jetzt unser Schnitzel und schenken uns ein schönes Bierchen ein. Tschüss.